Vor einem Jahr und 2 Monaten ist Maya zu uns gekommen. Wir hatten schon längere Zeit nach einem Vierbeiner gesucht und eines Tages wurde ich auf einer Tierheimseite auf Maya aufmerksam. Als ich ihr Foto gesehen habe, war mir irgendwie sofort klar, dass das unser Hund wird. Wahrscheinlich würden es die meisten Menschen einfach nur einen Zufall nennen, aber ich war und ich bin mir auch sicher, dass Maya einfach zu uns kommen sollte. Wir haben uns vom ersten Tag auch so gut verstanden, als hätten wir uns schon jahrelang gekannt. Sie hat sich binnen wenigen Tagen total bei uns eingelebt, sie ist mit uns gereist und gewandert und wirklich jeder aus unserem Familienkreis oder so Freundeskreis, der sie kennengelernt hat, hat sich sofort in sie verliebt. Ich hätte es von Maya wirklich niemals für möglich gehalten, dass man zu einem Tier eine solche Bindung aufbauen kann. Es war sogar so, immer dann, wenn ich davon gehört habe, dass jemand sein Haustier nach dem Tod halt so stark betrauerte wie ein Menschen oder sogar noch mehr, konnte ich das eigentlich nicht so wirklich verstehen. Aber manche Dinge muss man einfach erfahren, um sie zu verstehen. Unsere Tiere freuen sich ohne Ausnahme immer, wenn wir nach Hause kommen. Sie sind mit so wenig vollkommen glücklich und dankbar. Sie schätzen unsere Anwesenheit und sie vertrauen uns. Sie verurteilen uns nicht für unsere Fehler und ich glaube, das macht ihre Liebe auch so besonders. Von unseren Tieren erfahren wir eine bedingungslose Liebe, die bei uns Menschen zwar bestimmt da ist, keine Frage, aber die wir in unserer eigenen Spezies nur sehr schwer finden können und die wir deshalb oft sehr stark vermissen. Maya hat uns so viel gegeben und beigebracht und sie war für uns definitiv der tollste Hund auf der Welt. Nur leider war sie auch schon altersbedingt erkrankt, als wir sie übernommen hatten. Und die Tierärztin im Tierheim hat bei der Übernahme sogar vermutet, dass die Vorbesitzer mit Maya nie so richtig beim Arzt gewesen sind und sich dann auch nie um ihre Probleme gekümmert haben. Deshalb haben wir auch von Anfang an gewusst, dass sie höchstens 1 bis 2 Jahre bei uns bleiben wird. Und zu dem Zeitpunkt, als wir sie übernommen haben, kam uns das sogar so ein bisschen entgegen, weil wir haben uns halt gedacht, wir wissen ja noch nicht, ob es so das Wahre für uns ist, einen Hund zu haben. Wir hatten beide halt nie einen Hund und ein alter Hund ist keine ganz so lange Verpflichtung wie ein Welpe. Klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wir haben uns gleichzeitig natürlich auch gedacht, so, dann können wir noch einem Seniorhund einen ganz tollen Lebensabend ermöglichen und dann können wir halt gut testen, ob das was für uns ist. Ja, und es stellte sich dann sehr schnell heraus, dass es sehr wohl etwas für uns ist, einen Hund zu haben, weil es war dann sogar so, nach wenigen Monaten oder Wochen mit Maya haben wir immer wieder erstaunt festgestellt, dass sich dieser Gedanke und diese Frage so eingeschlichen hat, so wie konnten wir jemals ohne sie sein? Es ist echt unglaublich, aber so groß ist die Bereicherung durch ein Haustier für uns Menschen. Also vermutlich denkt das jeder über seinen Hund oder seine Katze oder sein Pferd oder was auch immer. Aber ich habe bis heute halt das Gefühl, dass Maya und unsere Beziehung etwas ganz, ganz Besonderes war. In den letzten Wochen fiel es Maya leider immer schwerer zu laufen. Wir waren dann bei verschiedenen Tierärzten, bei der Physiotherapie und haben es mit unterschiedlicher Medikation ausprobiert. Das hat ihr auf jeden Fall etwas Zeit gekauft, aber leider waren ihre Erkrankungen von der Sorte, die sich nicht aufhalten lassen. In der letzten Woche konnte sie dann nicht mehr koten, ohne dabei in ihre eigenen Hinterlassenschaften reinzufallen. Und sie hat kaum noch trinken wollen, eigentlich nur noch, wenn ich ihr den Napf so vor die Nase gestellt habe und bitte, bitte, bitte gesagt habe. Der Blick wurde matter, sie konnte kaum weiter als bis zur anderen Straßenseite laufen, aber das Allerschlimmste war zu sehen, dass sie trotz Schmerzmitteln sehr stark gelitten hat. Unser letzter Versuch war es dann trotzdem, es noch mit einem Rollwagen auszuprobieren. Vielleicht klappt es ja, haben wir gedacht. Aber leider wollte Maya das nicht. Sie hat den Wagen nicht akzeptieren wollen. Das ist bei manchen Tieren einfach so und das müssen wir Menschen dann auch akzeptieren. Für uns alle kommt irgendwann der Tag, an dem wir aus unserem jetzigen Leben gehen müssen. Und wisst ihr was? Ich glaube, wir können uns alle wirklich nur wünschen, dass wir so friedlich und so gefasst gehen können, wie Maya es getan hat. Sie ist in Henriks und in meinen Armen gestorben und dann in ihr nächstes Abenteuer gegangen und ihr Herzschlag war dabei vollkommen ruhig. Das war so erstaunlich, weil sie sonst jedes Mal, wenn sie beim Tierarzt war, ganz, ganz stark gehechelt hat und sie war so total nervös und deswegen glauben wir auch, dass sie eigentlich ganz genau wusste, was passiert und sie war bereit. Und wir haben auch erst angefangen zu weinen, als sie nicht mehr da war. Und ich bin auch wirklich sehr froh darüber, dass uns das gelungen ist, weil wir so bis zur letzten Minute stark für sie sein konnten.
Über den Tod redet man in unserer Gesellschaft nicht gerne. Wir verdrängen lieber, dass er zu uns kommen wird und oft haben wir große Angst davor. In Mayas Fall habe ich mir über die ganzen letzten Wochen wiederholt, dass alles gut so ist, wie es ist. Einen alten, kranken Hund möchten sich die wenigsten nach Hause holen und sicherlich wäre Maya im Tierheim nicht so alt geworden wie bei uns. In Menschenjahren hat sie immerhin noch die letzten 10 Jahre ihres Lebens in einem wundervollen Zuhause mit einer Familie verbracht, die sie so sehr liebte, wie man es sich nur wünschen kann. Es hat ihr an nichts gefehlt, sie war sehr selten allein und bis auf ihre körperlichen Erkrankungen war sie überglücklich, ihre letzten Monate in Ruhe verbringen zu können. Ich weiß das alles und ich weiß auch, dass es eh nur noch eine Frage von wenigen Tagen oder vielleicht so 2, 3 Wochen war. Ich war deshalb auch eigentlich immer betont positiv und auch sehr gefasst, wenn mich Freunde oder Nachbarn über Mayas Zustand gefragt haben, weil meine Gedanken immer wieder waren, es ist halt so, wie es ist und es kommt, wie es kommen muss. Es erwartet uns halt alle. Und ich dachte deshalb auch, dass ich gut vorbereitet war, als der Tag gekommen ist. Aber als es soweit war, hat es mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Es war wirklich das Schmerzhafteste, was ich je in meinem Leben gespürt habe. Das ist vielleicht etwas komisch, weil es eigentlich nicht das Schlimmste ist, was jemals passiert ist. Und generell passieren ja täglich viel schlimmere Dinge auf der Welt. Also dass ein Hund, der am Ende ja doch noch ein sehr erfülltes Leben hatte und ein langes Leben hatte, stirbt. Aber es ist halt trotzdem so, wie es ist. Es tut so furchtbar doll weh. Ja, und es ist komisch, das zu beschreiben, weil ich gleichzeitig auch vollkommen sicher bin, dass es Maya jetzt besser geht. Und ich weiß auch, dass es seine Richtigkeit hatte, aber trotzdem, es schmerzt unbeschreiblich, wenn jemand geht, den wir lieben. Es zerreißt uns und wir stellen uns die Frage, wozu all das und warum hast du mich alleine gelassen? Es sind die Spielregeln, die auf dieser Welt für uns gemacht sind. Wir leben, wir lieben, wir streiten uns, wir sterben, wir weinen und dann lachen wir irgendwann wieder. Wir sind hier, um all diese Erfahrungen zu machen und die Guten können nur existieren, wenn wir die Schlechten auch kennengelernt haben. Für mich war es die erste Erfahrung mit dem Tod. Ich finde es ein bisschen verrückt, dass ein Hund mich auch diese Lektion gelehrt hat und nicht etwa ein Mensch. Ich kann euch aber sagen, es hilft ungemein, wenn man sich vor Augen führt, dass die Zeit, die wir hier haben, eh kaum ein Wimpernschlag auf der Skala der Weltzeit ist und es danach irgendwohin weiter für uns geht. Ich habe mal gelesen, dass nur 0,00000001% eines Atoms aus Materie besteht. Das sind 7 Nullen hinter dem Komma. Der Rest ist leerer Raum, also schwingende Energie. Und wie wir alle aus dem Physikunterricht wissen, Energie geht nie verloren. Sie kann immer nur von einer Form in eine andere umgewandelt werden. Es ist jetzt natürlich alles eine Frage der Einstellung, führt vielleicht etwas zu weit, aber ich bin ganz überzeugt davon, dass Maya irgendwo da draußen ist und dass wir auf die eine oder andere Weise nie getrennt sind von denen, die wir lieben und dass wir uns bestimmt bald wiedersehen werden. Ja. Und wer dazu sagt, es war doch nur ein Hund, ja, dem hätte ich vor 2 Jahren vermutlich noch zugestimmt. Heute wünsche ich diesem jemanden aber vom tiefsten Herzen, dass er einmal eine solche Erfahrung machen darf, die wir mit Maya gemacht haben. Weil auch wenn es sich jetzt alles ganz, ganz furchtbar anfühlt, ist es auch zugleich gar nicht so schlimm, weil ich ja weiß, dass es kommt, wie es kommen muss. Und das hatte alles am Ende seine Richtigkeit. Und vor allem bereue ich nichts. Ich denke mir, vielleicht ist Maya jetzt irgendwo ein Schmetterling oder ein Elefant oder rennt irgendwo mit gesunden Beinchen über eine Wiese. Und gestern habe ich geträumt, dass sie unter dem Baum vor unserem Küchenfenster steht und auf uns schaut. Ja, also ich habe keine Ahnung, wo sie jetzt ist, aber wo auch immer das ist, ich bin ihr von Herzen dankbar und ich freue mich so sehr, wenn wir sie irgendwann wiedersehen.